Hallo, willkommen zurück in WoW Classic. Wir befinden uns hier in Selitos und machen eine Kochquest. Und zwar müssen wir erstmal ein Kochbuch finden. Das haben wir hier vorne an der Ecke gefunden. Da, sandiges Kochbuch. Das habe ich jetzt schon gemacht. Und als Folgequest, wenn ich mich nur richtig dran erinnere, brauchen wir 20 Mal Sandwurmfleisch. Ich hatte vorher schon vom vorherigen Quest, wo ich hier war, noch 13 Stück. Und jetzt bin ich gerade dabei, hier die restlichen zu farmen. Eins haben wir gerade noch bekommen. Und wir lassen unseren Dämon erstmal ein bisschen heilen. In der Zwischenzeit pullen wir schon mal den Baggerbrecher hier. So, dann komm mal her. Kann ich noch nicht wirken. Kann ich noch nicht wirken. Kann ich noch nicht wirken. Mittlerweile habe ich auch einen größeren Seelenbeutel. Wir können jetzt 20 Seelensplitter dabei haben. Und ich habe mich auch zu der Verzauberungslehrerin Uldaman vorgekämpft, was ziemlich krampfhaft war, muss ich sagen. So, den können wir ja ohne den Scorpid pullen, hoffe ich. Dieser Zauber ist ja, das sieht gut aus. Gehen noch ein Stückchen zurück. So. Na, jetzt kommt das Skopit natürlich in unsere Richtung und da haben wir ihn gepult. Du machst erstmal eine Wanderschaft. Hau rein. So, was ist mit dir? Hier kriegst du noch ein paar mit dem Zauberstab. Du bist schon wieder da. Kannst du mal weggehen. Danke. Das lebt immer noch auf. Ah, den Rest machen wir ja auch mit dem Zauberstab, da sind nur genug Dots drauf. Zack. Zack. So. Hier haben wir eine Menge Traumblatt. Jetzt sind hier natürlich keine Baggerbrecher mehr. Dann können wir schon mal ein Rezept abgeben gehen. Ah, da die Kleinen, die droppen das ja auch. Die Baggerschläger, die kriegen wir auch leichter down. Zack. Zack. Und zack. So, wir holen uns erstmal ein bisschen Mana wieder. Und dann holen wir uns Leben wieder. Wie viel brauchen wir jetzt noch? 5 Stück sollte ja kein Problem sein. Nächste. Hier müssen wir aufpassen, die Elite-Viecher, mit denen ist nicht zu spaßen und bevor ich nicht Level 60 bin, möchte ich mich mit denen auch nicht unbedingt anlegen. War mir klar, dass wir den Scorpion pullen. Den schicken wir erstmal auf Wanderschaft. Hauen sie rein. Schick eine Postkarte, wenn du wieder kommst. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, was mit dir? Ist gleich down. So, einmal so, einmal so. Ah, hat nicht viel gebracht, schade, schade. Ah, widersteht doch nicht. So, hier kriegst du noch ein paar mit dem Schwert. Zack. Für irgendwann braucht man noch leuchtendes Kopitblut. Ich weiß gerade nur absolut nicht für was. War das auch für die Agenturen-Dämmerungsquest? Ich bin mir da nicht sicher. Na komm, den nehmen wir mal. Brauche ich sonst nicht. So. Dann kommst du mal bitte her. Hat er uns gerade Fleisch gegeben? Ja, noch 4 Stück. Ist ja ein Schattenblitz drauf gedonnert. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. So, jetzt fehlen uns noch 3 Stück. Ah, komm, den machen wir platt. Der ist mir jetzt gerade im Weg. Kann ich doch nicht mehr. Warum habe ich den schon auf Passiv? Das lebt
Schutzmantel drauf. Die droppen auch etwas, was ich für die Quest brauche. Deswegen machen wir erstmal so und nochmal so. Verbinden wir uns. Dann pullen wir uns. Ah, der kommt schon freiwillig. Wunderbar. Der pullt sich sozusagen selber. Die Elementare widerstehen allerdings gerne beim Zaubern. Das steht immer noch auf. Und komm hier, du kriegst mal ein bisschen Leben von mir. Über 2000. Sollte reichen. Ah, widerstanden. So. Rest machen die Dots und unser mächtiger Zauberstab. Autsch. 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 Down. So, Nummer 5 von 8. Wunderbar. Kann ich noch nicht wirken. Ah ja, Kernelemente droppen ja auch. Das ist wunderbar. Das ist für die Agenturen-Dämmerungsquest in den östlichen Pestländern. Fleisch, drei Stück fehlen noch. Da Spinne, Skopit, Skopit, Skopit. Ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal den ersten Teil der Quest abgeben. Also das Rezept, die Seite aus dem Rezeptbuch. Ist ja direkt hier um die Ecke. In der Burg Zindarius. Genau, der war hier drin. Ich weiß nur nicht, ob der oben war. Oder unten. Na, hier, die ist das. Kalandras. Ich bin ganz Ohr. Ich bin ganz Ohr. Was? Zehn geräucherte Wüstenknödel. Das ist mir aber, was? 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 Geräucherte Wüstenknödel. What the fuck? Cool, das Rezept kenne ich gar nicht aus der Klassik-Version. Ich habe dann in Erinnerung, dass wir 20 Sandwurmfleisch sammeln müssen und dann da abgeben. Da war ich mir hundertprozentig sicher. Aber jetzt brauchen wir Gewürze, 10 Stück, und dann kochen wir das hier eben. Und dann hat sich das ja erledigt. Hat überhaupt Gewürze für uns? Sieht nicht so aus, wo soll ich denn jetzt verdammt nochmal Gewürze herbekommen? Dumme Bitch. Ich verkaufe keine Gewürze. Hier oben auch nicht. Zauberungskunst. Ach, hier können wir mal gucken. Hallo. Hallo. Können wir schon. Ah, ne, hier. Geringes Manöl. Immerhin etwas. Ach, komm, den Grab können wir verkaufen, bevor wir uns weiter Versuch machen. Danke. Was führt euch hierher? Ah, das Skorpidblut sammle ich jetzt auch erstmal. Wer weiß, wofür das noch gut ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch für die Agenturendämmerung ist. Aber mehr kriegen wir jetzt hier nicht. Wo kriege ich denn jetzt Gewürze her? Ey, willst du mich verarschen? Muss ich jetzt nicht woanders hinfliegen? Das kann es ja wohl nicht sein. Ne, die haben nur die Rüstungsteile. Hast du irgendwas im Angebot? Hast du irgendwas im Angebot? Du hier hinten bestimmt auch nicht, ne? Was kann ich für euch tun? Ne, hab ich doch gewusst. Frische Bastelmonade, habe jetzt keinen Durst drauf, danke. Wo kriege ich jetzt hier Gewürze her? Wo kriege ich jetzt hier Gewürze her? Wie kann ich euch helfen? Du auch nicht, ne, ne, du hast nur diesen Krampf. Was du hast überhaupt keinen Krampf. Ist hier oben los? Hotti Dotti, yeah. Reagenzien brauchen wir auch nicht. Leck mich mal. Seid gegrüßt. Du Arschgesicht. Boah, muss ich wirklich woanders hinfliegen, nur für Gewürze? Das ist ja erbärmlich. Was brauchst du nochmal? 10 Verschlüsselte habe ich noch nicht. Ich wollte gar nicht gucken. Gegrüßt. Ja,
Ja, seid gegrüßt, gib mir Gewürze. Warum zu grüßen und gib mir Gewürze? Ah, hier. Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir müssen woanders hinfliegen. Ich nuk dal die. Feine Gewürze waren das, ne? So. Kochkohlepfanne. Hier können wir kochen. Zack. Und zähl mal die Knödel, bitte. Was können die denn überhaupt? 20 Stärke. Ja, danke. Nix für uns. Aber wie man sieht, Kochkunst habe ich jetzt mittlerweile auf 300 auch. Ich habe letztes Mal einfach ein paar Fische gekauft und die dann gekocht. Ja, den Sonnenschuppenlachs gedünstet. Komm schon. So, jetzt noch ein. Frischen wir mal unsere Rüstung auf. Und damit sollten wir diese Quest beendet haben. Hallo. Hallo. Viel Glück. So, keine Folgequest. Okay, ja, dann kann ich dann, da ich eh auf 300 habe und mir... Ich bin ganz Ohr. Das Gedönse nichts bringt, kann man das weg tun. So, die Morgenkorn-Quest muss ich auch noch machen. Ja, das... Boah. Seid vorsichtig. So, damit haben wir das. Was haben wir jetzt noch? Im südlichen Gebirge von Selitos. Was ist im südlichen Gebirge? Ist hier irgendwo Hotels Unterschlupf? Ach, hier unten war... Ach, hier war das doch, ne? Dann hier hoch, dann ist da das Elite-Viech, was wir also eigentlich gar nicht machen können. Den Turm beim Südwindposten. Das ist in der Nähe, das können wir eigentlich mal machen. Dann mal abhängen. Aber hier für den Zwockel. Tanky, ein Zwergenkrieger. So. Der andere ist zerstört. Dann brauchen wir zumindest nicht rumsuchen, welchen Turm wir hier einnehmen sollen. So, jetzt warte mal kurz. Gequälte Schildwache, gequälte Droide. Wenn ihr mich angreift, quäle ich euch noch ein bisschen mehr. So, ich steige jetzt mal ab und pullen schon mal den Dackel hier hin. Das liegt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und Widerstand. So, Geister sollten ja eigentlich nicht fliehen. Die kennen ja keine Angst. So, dieser Turm jetzt hier. Okay, da sind zwei Stück. Zwei Stück. Wo? Druide? Komm mir nicht so nah. Ich habe Angst. Hopp. Hopp. Wir gehen hier einfach mal rein. Das steht immer noch auf. Das steht immer noch auf. So, unser Dämon im Passus übernimmt erstmal die gesamte Akro hier. Killen wir hier erstmal Nummer 1. Und den Turm besteigen wir natürlich erst in der nächsten Folge.